Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Jindi Tunja, bin 45 Jahre alt, bin Mitte der 80er Jahre, mussten wir unsere Ursprungsheimat Kurdistan verlassen. Seitdem leben wir hier in Bremen, meine Familie und ich. Und ich lebe mit meinen 4 Kindern, meiner Frau, im Stadtteil Tiriva. Seit 2005, als gesagt worden ist, wir wollen eine gesamtdeutsche Linke, habe ich gesagt, das ist ein sehr spannendes Projekt, da möchte ich mitmachen. Ich habe eben von meiner Herkunft erzählt, also ich würde sagen, alle Kurden und Kurden, die ich kenne, sind ja auch aus ihrer Herkunft her immer links gewesen und das ist bei mir genauso. Fand ich sehr spannend und bin dann 2005 in die PDS und dann 2007, als wir unsere Partei gegründet haben, auch in die Linke. Von 2007 bis 2011 war ich im Beirat Osterholz-Teneva und seit 2011, da habe ich auch Glück gehabt, dass es dieses neue Wahlrecht gab, bin ich dann in der Bürgerschaft und wir haben unterschiedliche Bereiche abgearbeitet und ich war auch unter anderem Jugend, Sport, Internationales in diesem Legislatur verantwortlich. Ich habe auch 8 Jahre Oppositionserfahrung und wir haben immer, vor allem war für mich wichtig, weil ich selber aus einem benachteiligten Stadtteil komme, weil ich selber als Jugendlicher im Freizeit war, weil ich diese Einrichtung sehr, sehr wichtig fand, habe ich 8 Jahre lang für gekämpft und als wir dann in die Regierung gekommen sind, haben wir gemeinsam mit der Fraktion und mit den Senatoren dafür gekämpft und haben seit langem so viel Mittel für diesen Bereich rausbekommen, wie sonst die letzten 20 Jahre nicht. 20%, und das ist eine ganze Menge. Wir haben auch dafür gesorgt, dass wieder in den Stadtteilen, ich sage benachteiligte Stadtteile, ich sage ungern arme Stadtteile, ich lebe in so einem Stadtteil, wir sind da in diesen Stadtteilen sehr reich, was Soziales angeht, was gemeinsamen Kampf angeht, was sich füreinander dastehen angeht. Da sind wir sehr reich und ich möchte auch, dass die Partei, dass meine Genossen und Genossen das wissen, dass diese Stadtteile meistens diejenigen sind, die auf die Straße gehen und kämpfen und sich nichts gefallen lassen und sehr reich sind an Gemeinsamkeit, an Zusammenhalt. Für diesen Jugendbereich haben wir wirklich einiges erreicht, was für meinen Bereich war auch Sport. In diesem Sportbereich haben wir auch dafür seit Jahren für die Übungsleiterinnen und Übungsleiter gekämpft. Es ist sehr wichtig, ihr merkt es, dass ich auch wirklich sehr kleinteilig bin. Es ist auch wichtig, dass wir auch immer jemanden in der Fraktion haben, der sehr nah bei den Menschen ist. Und ich bin, wie gesagt, einer von diesen Menschen und ich weiß, wie es denen geht und ich weiß, wie wichtig Sportvereine sind, wie wichtig unterschiedliche Sportarten sind. Ich selber habe jahrelang Fußball gespielt. Ohne die Unterstützung der Trainerinnen und Trainer wären sehr viele junge Leute, vor allem auch seit 2015, hätten große Probleme, sich zu integrieren. Ich sehe meinen Genossen Marcello da hinten, der seit Jahren in diesem Bereich hervorragende Arbeit leistet. Und auch in diesem Bereich haben wir dafür gesorgt, dass die Übungsleiter mehr Unterstützung bekommen. Was für mich sehr wichtig ist, ich weiß nicht, ob ihr das alle noch in Erinnerung habt, 2019 haben wir zum ersten Mal als Bürgerschaft den Angriff der Türkei auf Rojava. Durch allen Parteien wurde das verurteilt. Das war auch ein großes Stück Arbeit der Fraktion der Linken in der bremischen Bürgerschaft. Und das, was wir da erreicht haben, leider ist es so, dass dieser Bereich zurzeit überhaupt nicht gesehen wird, obwohl da noch immer Krieg ist, obwohl da ein tolles Projekt ist und die Menschen da wirklich voneinander arbeiten und zueinander stehen, wird es immer vergessen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Linke im Parlament das immer und immer wieder erwähnt und diese Menschen da nicht alleine lässt. Was ich auch wirklich hervorragend finde, ist, dass wir auch über Bremen hinaus dafür bekannt sind, dass wir da genau hinschauen. Natürlich bringt das auch Probleme mit sich. Ihr habt das vielleicht auch mitgekriegt, wenn man dann als Linke aktiv ist und sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzt, ist es leider Gottes auch so, dass es nicht ausbleibt, dass man da bedroht wird von Faschisten, denen wir ein Dorn im Auge sind. Aber mit dieser Fraktion, mit dieser Partei, was wir die letzten 10 Jahre erreicht haben in diesem Bereich, da bin ich nicht alleine und bin auch froh,
dass ich diese Unterstützung von euch habe und dass wir gemeinsam gegen Faschismus und Diskriminierung auf der Welt, in Bremen und ganz Deutschland gemeinsam kämpfen werden. Viele Genossen und Genossen haben heute auch den Krieg in der Ukraine erwähnt. Was ich unglaublich finde, ist, der Despot Erdogan ist zurzeit derjenige, der der Global Player ist. Der kann mit der NATO, der kann mit der Ukraine, der kann mit Russland, und Europa hat er sowieso die letzten Jahre durch den Ring gezogen. Wenn die Linke nicht darauf achtet und nicht darauf hinweist, dass dieser Mensch weiterhin dafür verantwortlich ist, dass völkerrechtswidrige Kriege in Syrien stattfinden, werden die anderen Parteien das nicht machen. Und deshalb ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir auch, was das angeht, internationales Menschenrechte, und natürlich habe ich jetzt mehrfach auch Kurden und Kurden erwähnt, es bleibt nicht aus, es ist halt mein Volk, und die werden alleine gelassen, und deshalb darf es nicht sein, und dafür werde ich mich weiterhin einsetzen. Es hat schon geklingelt. Für mich ist es sehr, sehr, sehr wichtig, wer mich kennt, die Stadtteilarbeit. In den 2 Jahren, wo Corona war, war ich permanent unterwegs. Es ist natürlich für die Menschen, die prekär beschäftigt sind, die in einem Hochhaus leben, die 300 Leute ein, zwei Fahrstühle nutzen müssen, die waren sehr, sehr betroffen. Es war ein Glück, dass wir eine linke Gesundheitssenatorin hatten, die dann gleich in den benachteiligten Stadtteilen unterwegs war und nicht nur Impfangebote wirklich gemacht hat, sondern auch in anderen Bereichen, in sozialen Einrichtungen viel investiert hat. Und genau das ist wichtig. Wir müssen direkt bei den Menschen sein, wir müssen vor Ort sein, wir müssen Ansprechpartner sein und wir müssen auf die Straße gehen. Ihr habt mitgekriegt, letzte Woche habe ich ein Büro eröffnet und dieses Büro wird wirklich überrannt. Ich liebe es, mit euch im Wahlkampf zu gehen, und ich hoffe, dass ihr mich unterstützt und mir nochmal die Möglichkeit gibt, dass wir die nächsten 4 Jahre gemeinsam alles dafür tun, dass es den Menschen in Bremen und Bremerhaven besser geht. Vielen Dank.